Gehorsams und stramm gestanden dem wohlgeborenen und gnädigen Herrn Grafen de Bregy. Die letzten drei wilden Tiere des Waldes wurden eingefangen und zum Abschießen aufgestellt. Jawohl, drei Stück Hasen. Das sind genauso viel wie drei Stück Kugeln. Wer hat uns die Flinte geladen? Melde Gehorsams und stramm, ich. Und womit hast du mir die Flinte bis zum Platzen geladen, du Brummochse? Melde Gehorsams, damit euer Gnaden alle drei treffen, für drei Hasen auf einmal drei Kugeln. Das war wohl zu viel. Nicht wahr? Zur Stelle! Welche Strafe gebührt dem Galgenstrick? 34 plus 23 multipliziert mit dem Doppelten und dividiert durch dreimal, das sind 105 Stockschläge nach oben abgerundet. 105 Schläge durch drei Kugeln, das macht
Ich habe noch mal nachgerechnet, das war nicht zu viel. Drei Hasen, das sind drei Stück und drei Kugeln sind auch drei Stück. Treiber, wo ist meine Jagdbeute geblieben? Wenn du gehorsamst, die drei wilden Hasen haben sich ohne eure Erlaubnis seitwärts in die Büsche geschlagen. Und was habt ihr gemacht? Wir haben flach auf dem Bauch gelegen, hatten Angst vor dem Kugelregen. Wir erwarten darum froh 18 Schläge auf dem Popo. Ein wildes Tier! Seht mal, ein schneeweißer Wildvogel. Fasst ihn! Ihm nach! Ihm nach! Ihm nach! Das ist meine Gans. Die gebe ich nicht wenn her. Wenn hier eine Böll, dann ich. Oh, ich murkse dich ratzegal ab. Helde Gehorsam Stramm, ich habe die aufsässige Wildgans gefesselt vorgeführt. Und dieser Bengel? Den haben wir ertappt, auf frischer Tat. Er wollte euer Gnaden den Vogel stehlen. Er lügt. Das ist meine Gans. Hier gehört alles unserem gnädigen Herrn. Genug diskutiert. Nehmt ihm meine Weihnachtsgans ab und jagt den Bengel zu Rotkäppchens Großmutter und dem Wolf. Her mit dieser dummen Gans. Wenn hier einer dumm ist, dann seid ihr es. Meine Gans gebe ich keinem. Was hören meine abstehenden Ohren? Weißt du denn, wohin du stehst? Wer der Dummkopf ist? Dieser Dummkopf ist der gnädige Herr Graf Dörbeugi. Du Dämlack. Wie der Herr heißt, ist unwichtig. Aber Gesetz ist Gesetz. Soll ich ihn ins Pulver verstecken, euer Wohlgeboren? Istvan, walte deines Amtes. Jawohl, Herr. Flieg, flieg. Du Kümmelbrötchen hast es gewagt, das weihnachtliche Fliedervieh der Herrschaft auf und davon zu scheuchen? Nein, das ist meine Gans. Nach dem Gesetz. Na warte, du leibeigener Bauker, das bläuch dir gleich ein. Halt! Erst sitzen wir zu Gericht über ihn nach dem Gesetz. Er will also nach dem Gesetz. Gut. Er wird's nach dem Gesetz kriegen. Wir werden ihm das Gesetz so beibringen, dass er es selbst im längsten Leben nicht vergisst. Prägt ihr meine Worte ein? Nicht wahr? Jawohl. Fang an, halten wir Gericht über ihn nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz? Ja! Er weiß ja nicht mal, wie er sich hinzustellen hat vor seinem Herrn. Wir, der edle und wohlgeborene Graf Dörbregi, bestrafen aufgrund der Rechte unserer Ahnen... Schneller! ...und aufgrund unserer erworbenen Rechte durch Erbschaft von... ...folgt der ausführlichen Name der Mutter. Fasse dich kurz. Jawohl. Kurzfassung. Verurteilt zur Beschlagnahmung deines Federviehs sowie zu 25 Stockschlägen auf den Popo desselben. Was? Jetzt, mein Sohn, werden wir dir das Gesetz auf den Hintern schreiben. Pack den Prügelknaben. Nein! Lasst mich los! Wo bleibt da die Gerechtigkeit und das Gesetz? Bei mir. Weil ich nämlich das Gesetz bin. 25 hinten drauf! Lassen Sie mich laufen, ich hab doch nichts ausgefressen. 1, 2, 3, 4. Das werden Sie nochmal bereuen, Wohlgeboren. 6, 7, 8. Im Lautschwagen. Den Kurzschwagen. 11, 12. Den Kurzschwagen. 13, 14.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25. Milde gehorsamst und stramm gestanden, er hat die verdiente Prügel bezogen. Kippt ihn auf die Heilkräuterwiese. Na, du Naseweiß, habe ich mein Wort gehalten und dir beigebracht, was Gesetz bedeutet? Ja, Wohlgeboren. Vielen Dank für die Lehre. Wenn ich größer geworden bin und kräftiger bin als heute, werde ich Ihnen vergelten. Besorgen Sie sich schon Wundsalbe für Ihren Rücken. Sie werden sie bald brauchen. Denn dreimal zahlt Ihnen Martin Ludasch die Prügel heim. Niedertracht! Niedertracht! Noch eine Tracht! Noch eine Tracht! Der Dummkopf. Ab in die Wolke! Gehört? Genau dreimal. Sobald ich die Kraft dazu habe und den Verstand. Ich schätze so in 3-4 Jahren. Ziehen wir weiter, mein Freund. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber wir kommen zurück, euer Wohlgeboren. Und dann gebe ich's euch, wie versprochen. Klatscht die Farbe ran, sputet euch, damit der Herr euch loben von selbst da unten. Hör den Balken, ihr müden Akrobaten! Ihr seid nicht auf dem Jahrmarkt, ihr baut einen Palast! Ja.
Anhäufung von Dummköpfen. Istvan! Bin schon unterwegs! Melde! Gehorsamst und stramm gestanden. Aufgrund meiner Initiative gehen die Bauarbeiten flott voran. Und zum Geburtstag eurer gräflichen Wohlgeburt wird der Palast an seinem Platz stehen. In voller Größe, die Wohlgeburt befohlen haben. Das hoffe ich für dich. Sonst kommen meine Schoßhunde und beißen dir ein Zickzackmuster in dein Beinkleid. Das brauchen sie nicht, das wäre auch Tierquälerei. Wirklich, es wäre Tierquälerei, mein guter großer Herr. Was will der Eimer hier? Nee, bleibst du stehen? Bitte wieder gar nicht, krieg ja keinen Stein mehr rauf. Oh, er rutscht immer weiter und immer tiefer. Oh, weg da unten, geht aus dem Weg, er fällt um. Oh, hol den Schornstein, Hallo, weg da unten, helft mir. Eva, helft. Was ist das? Oh, den Schornstein ab, ich kann ihn nicht mehr an. Was von allein kommt, geht auch von allein. Capito, signorita, arrivederci. Nicht wahr? Wer ist der Mensch da? Wer ist der Mensch da? Bene, Monsignore, vi abbia Romano Macaroni per tutto Italo, mamma mia, costruzione, un piccolo palazzo principale Scarlo, Alberto Excellenze, Parabellum, Quacum, Colossalum, Fantastico, Grande, Tanta Postetta. Was kauderwelsch der Mensch da? Er sagt, dass was er sagt, es ist fremdländisch. So. Caputo, bravissima, bin un maestro italiano, ich bin un grosso Zimmero, Zimmermann, italiano maestro. Ah, Zimmermann. Zimmermann, dann frage den Menschen auf Fremdländisch, was ihn auf meine Burg führt. Mino wohlgeborene Herr, frage nur Maestro, was Maestro führe auf Sino Borgo. Oh nein, oh nein, oh nein, und ich führte auf, ich bin gewecki, weg von hier. Miro fito principe Carlo Alberto, muss ich bau i palazzi. Forbito, Debrek, ich sehe zu bei Arbeit, du. Macaroni completo, pamphleto, capito, caputi, Eimero completi. Caputi, capito, kapier langsam. Ihr braucht einen Eimer, dann ist er komplett. Hast du nicht übersetzt, der wäre Zimmermann? Jawohl, hat er selbst behauptet. Aber ein Zimmermann, du Hammel, braucht eine Axt. Niemals einen Eimer. Also gib ihm die Axt und ab mit ihm. Sollte man ihn nicht lieber in Dienst nehmen, euer Wohlgeboren? So ein Fachmann und Meister aus dem Ausland, das ist ein Könner. Der baut so einen Turm auf den Palast, dass selbst der protzigste Dom daneben so klein wirkt wie eine Kirchenmaus. Ich war, es sei. Bravo, bravo, da capo! Oh, bellissima Parzia Milano! Gratulazione a Parazzi Postamento Cuccio! Cuccio, Cuccio, adio! Noch ein Worto, Maestro Spezialisto. Mio Herr Wunscho, dass Maestro Grosso Bleibo und seine Palazzo mit Turmo aufbau. Accepto, der Maestro wird's nicht bereuen.
Nein, oh, nein, oh, nein, oh, ich nicht hier bleibe. Carlo Alberto mia voli. Ria vadoli. Hier nicht bleibe? Oh, das wird er sich überlegen müssen, Maestro Grosso. Mamma grandi piccolo in ma popolo. Halt! Wir wenden doch keine Gewalt an, Istvan. Der große Meister wird auch so bleiben und freiwillig. Na, nicken Sie mit dem Kopf, wenn Sie bleiben wollen, Meister. Nicht. Sehr schön. Ich hab's doch gewusst, dass wir uns verstehen werden. Dann bitte adagio presto ans Werk, Maestro Grosso. Ja. Sì, sputo mio, Eccellenzo. Sputo mio. Sputo mio. Au! Schade, schade, schade. No. Oh, schade, mucrico, magro, gran paramento. Wer ist dieser Shadow, von dem dieser Mensch dauernd plaudert? Pico malefico, mickrigo magro Baum, Kleinholz dünn, wenig mager, viel kurz, große Palazzo und Holz und Mikro. Ich hab ihn verstanden, ich verstehe Fremdländisch. Der Meister sagt, Wohlgeboren haben zu wenig und zu kleine Stämme. Zu wenig und zu klein. Dann rode ich ihm einen Wald, mit dem man die ganze Welt mit Streichhölzern versorgen kann, selbst wenn man aus jedem Baum nur eins macht. Wenn es sein muss, lasse ich ihn abholzen. Sie, Herr Meister, kommen mit. Und du schnapp dir die Knechte, die Axt und die Säge und nimm die Beine in die Hand. Ja, schade, viel zu kurz. Ich bin stramm gestanden. Treib das Burgvolk zusammen und ab in den Wald. Jawohl, Wohlgeboren, ab in den Wald. Aufs Pferd! Aufs Pferd! In den Sattel schwingt euch, hopp! Du auch da oben und schmatzt nicht so laut, heute ich auf die Pauke. Und galopp! Ein kleiner Streichholzwald. Na, hier können Sie sich fällen lassen, was Ihr Herz begehrt. Ai, ai, ai. Bravo. Tutti frutti. Istvan. Jawohl, Herr. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich, Maestro. Ich zeige Baum, welcher kaputto. Cucco mio schirmo. Bam, bam, alle drei. Mit bam, 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 bam. Bam, 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 alle zusammen, bam, bam, alle zusammen, bam, bam. Nicht, dass einer nachhing mit seinem bam, bam. Bam, 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 bam. Uno tempo, bam, 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 dann fällt, wo ich glaube. Bam, 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 laufen, Pommen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nicht den kleinen Baum. Hier den großen Bam, bam. Ei, bam, bam, bam,
bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Was? Das sind Bäumchen. Darauf habe sogar ich Platz. Na, ist der Meister jetzt zufrieden? Sie. Ja, da capo. Oh, bella pratica. No, 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 no. Nuro. Nur. Wird noch was gebraucht? Na, sprechen Sie. Wie sagen? Ein Gro. Oh, ein Grandioso. Ein Maestro Stamm. Oh, ja, ja. Da! Ha? Und den brauchst du. Der ist ja so groß wie der ganze Palast. Sie, aber reicht für meine Zwecke. Cha-cha-cha-cha-cha. Geh mir nicht mit deinem Cha-cha-cha auf den Wecker. Rede wie ein Mensch. Ob er rundum vier Klaftro hat? Was? Das sollen keine vier Klafter sein? Sollen vielleicht aber sein. Stell mir keine Fangfragen. Das könnte mich in Wut bringen. Geklöpfen Sie sich die Seite vor. Ich messe von hier aus. Eins, zwei, drei. Fünf. Was, das sollen keine vier Klafter sein? Was wollen Sie von meiner Hand, Meister? Na, antworten Sie doch. Sofort. Sofort. Sofort lässt du meinen Arm los, verdammter Fremdländer. Oder du kannst was erleben. Ich erlebe schon was. Ich bin nämlich kein Fremdländer. Ich bin nur der Matti Ludas. Ludas. Dem Sie vor Jahren einst Ihr Gesetz beigebracht haben. Und damals habe ich Ihnen versprochen, dass ich es Ihnen dreimal heimzahle. Heute ist das erste Mal. Es waren 25 Hiebe. Oh, Gänsehirt. Wenn du es wagst, mich auch nur mit einem Finger zu berühren. Mit dem Finger? Wozu? Mein Eisenschirm macht es genauso gut. Ich war hierher! Zu Hilfe! Alle hier kommen, Leute! Auf! Leg dich um! Ich war! Du Sohn einer Dreimal-Eins-Nöten! Holzfäller! Hierher! Auf! Helft eurem Herrn auf.
Oder ein hungriger Wolf, der da brüllt. Oder ein abgestochener Ochse. Ich glaube, ein siebenköpfiger Drache. Und wenn's das alles zusammen ist, scheint mir nicht noch die Stimme unseres Herrn. Wie nach bei meiner Heimkunft! Gehorsamst und stramm, euer Wohlgeboren, pam, pam. Der Wald ist abgeholzt. Pam, pam. Nicht wahr? Aber warum mit deinem Knecht? Aber warum mit deinem Knecht, Herr? Höchsten Befehl des wohlgeborenen Herrn Grafen de Bregy wird hiermit verkündet. Wer den von allen Hunden gehetzten und mit allen Wassern gewaschenen Martin Ludasch tot oder lebendig herbeischafft oder uns zu einer Spur von ihm verhilft, erhält zum Dank eine stramme Belohnung. Weiterhin ist die gesamte menschliche Bevölkerung von Unter-, Mittel- und Ober-Debrick verpflichtet, die dort noch befindlichen männlichen und weiblichen Gänse an die Burg von Debrick abzuliefern. Weiterhin ist der Gebrauch der Wörter Gans und Gänserich streng verboten. Diese sind als männlicher oder weiblicher Federvogel zu benamsen. Für die menschlichen Bewohner streicht unser wohlgeborener Herr Graf auch das Wort Matti aus dem Gebrauch. Für alle zur Welt kommenden Kleinmenschen und für alle, die bisher so benamst waren, kann von Mialibis, Miklos, Marton, Mehimbert, Max, Max, Maximilian, Moses, Mano, Marx, Magog, Mate, Marcel, Medard, jeder Name mit Groß M gewählt werden. Ihr habt wie Nachteulen die Mäuse im Finstern zu finden. Nur dem Heilkundigen werden wohl Tore geöffnet. Wie antwortet ein guter Wärter? Gehorsam, Stramm! Und wenn ein Fremdländer anklopft und noch dazu ein Meister ist, dann spießt ihn am höchsten Spieß auf. Hm? Ah. Na? Wie merke ich, der ich nur ein Vorderlader bin, welcher Fremdländer ein Fremdländer ist? Ach, da wirst du doch zum Hinterlader. Wenn du verstehst, was ein Fremdländer quatscht, dann ist es kein Fremdländer. Und wenn du den Fremdländer nicht verstehst, dann ist er ein Fremdländer. Verstehst du? Gehorsam, Stramm! Ein Glück. Und damit schreckst du mich nicht. Ich weiß, du hast kein Gewehr. Und deine stumpfe Pike, da kann der schon überhaupt nichts dran haben. Die habe ich nämlich selber geschmiedet. Halt! Wer da? Melde Gehorsam von Stramm, ich bringe den Kurs mit von Döbrück. Und du? Hast du selbst die Sprache verloren? Seht euch erstmal mit euren Spießen von meiner Gurgel weg. Vorher hört er keinen Ton von dir. Ist verständlich. Ja. Kein Fremdländer. Der Mann darf passieren. Bin ich aber froh. Tempo, Tempo, Tempo. Fällt mir nicht an. Selbst der Bischof lässt sich von mir kurieren. Und auch er wartet, bis ich da bin. Melde Gehorsamst und Stamm gestanden. Ich bringe den Kurschmied für euer Wohlgeboren. Wo hast du so lange gesteckt, du verdammter Schurke? Oh, geschmiedet habe ich. Wie kommt euer Wohlgeboren auf gesteckt? Was willst du deinem Herrn auf den Zahn fühlen, du Bankert? Auf den Zahn fühlen? Oh, euer Wohlgeboren, Sie werden mit Ihrem Schmied zufrieden sein. Nur eine Minute, bitte. Sagen Sie mal schön, deutlich und laut. Noch ein Brett.
Messer. Elendiger! Wer hat dir erlaubt, dem gnädigen Angrafen wie einem alten Klepper ins Maul zu fahren? Scher dich zum Teufel, du Heilhund! Oh. Aber mir hat doch überhaupt kein Zahn wehgetan. Ich sollte dem Herrn auf den Zahn fühlen. Und nicht ihr mir. Pass auf, das nächste Mal zeige ich euch meine Zähne. Ah, die Zauberhexe Biri. Ja, ich komme zum Herrn Doppler. Ist Zauberer. Ein schönen Zauber haben Sie sich, Tante Biri. Ich ja auch, Kollege. Die Pest und diesen Amateur. Halt! Wer bist du, Tante Biri? Herr Punzel, die Punzel am Donnerstag. Bebagelspektakel mit Donnerschlag. Antworte nur, wer bist du? Immer dieselbe Zauberin Biri. Deine Patentante, du hast mich doch zum Vorbild genommen. Hoppla hopp, im Zaubertrab solltest du zum Herrn mich führen, denn ich muss ihn schnell kurieren. Antworte nur, Tante Biri. Bist du ein Fremdländer oder nicht? Ein Hemdwender? Bin ich ein armer Schlucker, dass ich meine Hemden wende? Wer ein ehrwürdiges Handwerk betreibt, hat immer so viel, um sich neue zu kaufen. Also Handwerker, nichts wie rein mit dir. Wurzel, Knoten, grüne Schoten, Limpung, Poten, Teufelsboten. Biri macht den Herrn gesund. Selbst die Mäulenpest kann ich vertreiben. Brauch sie nur mit meiner Wundersalbe einzureiben. Nicht wahr? Jawohl, euer Wohlgeboren. Lass dich salben. Halt den Buckel für deinen Herrn hin und lass sie den Zauber an dir probieren. Jawohl. Krötendreck mit Spinnen angelegt. Macht das Fall vom Holzbaum abgesägt. Ach, das war die falsche. Wo habe ich denn die richtige? Ich habe sie doch mit. Ah, da habe ich sie schon. Sie hatte sich verkrochen. Rummel auf dem Hexentanzplatz. Und wen kriegt, wer Hexen anfasst? Kraken wollen durch das Eis her. Quark, die Qualle geht's bald Eis her. Wieder die falsche. Ich schwan. Jawohl, euer Wohlgeburt, jawohl, euer Wohlgeburt, jawohl, euer Wohlgeburt, jawohl, euer Wohlgeburt, jawohl, euer Wohlgeburt. Welcher von diesen unkenden Zöpfen bist du? Gehorsamst und stramm, euer Wohlgeburt, ich bin alle. Irgendwo muss ich sein, ich hab doch mein ganzes Warenaufgebot mit. Ah, schon hab ich sie, die verloren geglaubte. Für jeden Stift ein Körbchen Gift. Aus Seins macht Eins, aus Fünf macht Eins. Aha, der Zauber hat geklappt. Legt sie in Eisen, ins Verlies, auf den Scheiterhaufen mit der Hexe. Der Teufel, der Quart zum Standbild erstarrt. Gegen mich kannst du nicht ankommen. Und jetzt führe ich dir noch ein Zauberkunststück vor mit meinem Besen. Hoppla, hoppla, hopp, mit Zaubergalopp. Strauch und Stakete, Herr zur Rakete. Das ist die Tante Biri. Was sind das doch für dumme Wesen? Sie kennen keine fliegenden Besen. Warum bist du nicht an meiner Seite, wenn ich rufe? Jawohl, Herr Wohlgeboren, ich bin sofort da. Zur Stelle. Deine Quacksalber, Kurpfuscher und Zauberhexen hängen mir zum Halse raus. Und das war eine Mühe, die überhaupt aufzutreiben. Wenn du nicht in 15 bis 20 Minuten einen echten akademischen Wunderdoktor auftreibst,
Lass ich dich wieder zu Froschmännerchen verhexen. Ab mit dir. Aber Barmen hoch, wohl edler Herr, vielleicht, wenn ihr mir 2 Tage gebt, ich bin ich gut zu Fuß und selbst im Eilmarsch. Ab mit dir. Ab mit mir. Großalarm. Aufgestanden. Ist fertig. Aufgesessen. Wohin jagen wir unsere 14 zu einig? Weiß ich nicht, aber dass ich mich ohne Wundarzt nicht auf der Burg sehen lassen darf, das weiß ich. Mir nach! Nach! Kommen Sie schon, versteck dich im Wagen. Halt! Ich sah etwas, was keiner sah. Ich glaube, es ist ein Doktor da. Ich bin der Dr. Matt, der Generalstabswundarzt von Feldmarschall Plettenbrett. Und jetzt bahnfrei. Verflucht und zugestopft. Endlich habe ich auch mal Glück in meinem Leben. Dem Doktor, Leute, wird nichts getan. Aber wenn er nicht mitkommt, nehmen wir ihn mit. Was? Mich mitnehmen? Räuberbande, Wegelagerer. Mein Feldmarschall hängt dich am höchsten Mast auf. Wie heißt du, wo wohnst du? Oho, schnappt ihn euch in den Sack mit dem Wundarzt. Friedlich wie ein Lamm. Überprüf seinen Lebenslauf, aber sei pfiffig. Jawohl, wohlgeboren. Du bist also der gänzliche Matti, und wenn du es nicht bist, warum leugnest du es? Ich? Ein Gänsehirn? Ich hasse Gänsefleisch. Ich bin der Dr. Matt. Mein Feldmarschall wird dich dafür Spielruten laufen lassen. Jawohl, euch alle, euch alle. Lass mich los. Er beteuert, er ist nicht der Bewusste. Kaum tritt man ihn auf den Fuß, schon gibt's Wehgeschrei. Aber aus seiner Praxis raus ein Raubmeister. Dafür wird euch mein Feldmarschall auf beide Füße treten. Euch allen, bis aus euren Hühneraugen Tränen kullern und ihr nichts mehr sehen könnt. Warte, dein Feldmarschall wird niemandem auf die Füße latschen. Bevor du mir nicht eine Salbe gibst, hier meine Wunden. Was? Was muss ich da hören? Ein Wunderkranker im Bett und ruft nach Dr. Matt. Ja. Schön. Ein Doktor ist zum Heilen da. Aber danach, dann kommt mein Feldmarschall und der, der ist zum Heulen da. Einen Hocker zum Hocken. Damit ich einen Überblick kriege. Und schon habe ich mir ein Bild gemacht. Eine geballte Ladung, was? Puff, puff. Ich habe ein Auge für Puffe. Oh,
weil du vor deinem Feind weggelaufen bist. Weil du ihm den Rücken kehrst, lauf ihm entgegen, dann kriegst du die Ladung in den Bauch und kannst besser liegen. Und jetzt atme mal tief ein. Oh, ich hab dich nicht gerufen, um zu atmen, das kann ich allein. Was, du willst dich alleine kurieren? Gut, wenn du glaubst, du kannst es besser als ich. Doktor, heißt das, du willst mich nicht mehr heilen? Ich? Aber selbst wenn ich wollte, ich kann doch gar nicht. Deine Krankheit schreit nach Kräuterbädern aus warmen Heilkräutern, aber die haben wir leider nicht, weil diese deine Spießgesellen all meine Arznei verstreut haben. Die teuren Kräutern, der milde Balsam. Wartet nur, mein Feldmarschall! Wann ist das wahr? Gewissermaßen in der Eile, ihn an ihr Bett zu bringen. Dafür lasse ich die Spießrute laufen. Gehorsam, Strahm! Was? Gehorsam sind die? Das gereicht dem Herrn zum Vorteil und dem Knecht zum Lob. Aufgepasst! Männer, steht stramm! Großer Alarm! Alles zusammentrommeln! Das glotzt ihr dumm wie Hornochsen! Alle Hornochsen mal hier hören! Und wer da was hat, der merke es sich. Und zusammen trommeln, nicht zusammen blasen. Alle Burgknechte mit zwei Händen sofort Heilkräuter sammeln. Halt! Wartet auf den Platz zurück! Himmelkreuz, Donnerwetter, Kugelblitz! Ihr wisst doch gar nicht, welche Heilkräuter! Ohrmuscheln spitzt! Faulbaum, Schapsel, Flaschenpilze, Wurzelwatzel, Moosgespilze, Ochsenfraß und Jungferntroll. Jedes Mal 10 Handvoll voll. Na, keine Ohren am Kopf. Wiederholen und verschwinden. Gehorsam und stramm. Jungferntroll. Jedes Mal 10 Handvoll voll. 2 Wachen bleiben hier, die anderen ab in die Kräuter. Jawohl, aber bevor die beiden hier bleiben, gehen sie mit den anderen Heilkräuter sammeln im Galopp. Vorwärts! Istvan! Zur Stelle! Und da bleibst du! Jawohl, du bleibst auf deinem Posten. Bei den Sammlern, sie brauchen dich als Führer. Ich ernenne dich zum Oberkräutersammler. Sammlertruppe, Marsch! Blase zum Sammeln! Los. Und bis sie wieder eintrudeln mit den Heilkräutern, machen wir eine Schwitzpackung, einen echten Großmutterwickel. Ja, immer wickeln sie mich. Hauptsache, es hilft. Verfahren sie mit mir nach Berlin. Ist das ein Griff? Sie haben eine kräftige Hand, Doktor. Ja, die brauche ich auch für die Massage. Alle Rüssel auf den Boden und die Wiese abgrasen. Und voll jedes Mal 10 Handvoll voll. Wie gut ist doch das Schicksal mit mir meinte, dass es zufällig Sie hier vorbeiführte. Fürwahr. Aber ich selber bin Ihr Schicksal. Wie gut. Und jetzt kommt die große Massage, meine Spezialität. Aber nicht so kräftig. Sie wissen doch, mein unterer Rücken, Dr. Mann. Ja, ganz nach Wunsch, mein Lieber. Ganz, ganz nach Wunsch. Es ist immer noch nicht besser, Doktor. Na ja. Woher auch? Ich bin ja kein Doktor. Ich bin der Mati Ludasch. Was, du? Ja, ich. Und ich komme in der bewussten Angelegenheit zum zweiten Mal, wie ich es versprochen habe. Nein. Istvan! 1, 2, warte! 3, falscher Scheinheiler! 4, für jeden Schlag, 6, lass ich dir ein Bein 7. ausreißen! Istvan! Zu Hilfe! 21! Istvan, du treuloser Landesverräter! Wo treibst du dich rum? Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Melde gehorsam, Stamm. Wiese abgeglast. Aufgesessen! Leichhorn gab es. Nur noch die Dorfgänse aus Gefangenschaft befreien. Thank you.
gehorsamst und stamm. Alle Wiesen sind wie abrasiert für das Kräuterbad euer Wohlgeboren. Jungfern toll, 10 Handvoll voll. Guck an. Nicht wahr. Verstehe zum zweiten Mal, das haut mich auch um. Versammelt? Ich auch. Sei ruhig. Ich dachte, er meint nur euch. Heute ist Markttag. In allen 3 Dobrocks auf einmal. Unser heldenmütiger Landesvater und Brotgeber hat der Gefahr furchtlos sein Kreuz bietend den Entschluss gefasst, persönlich das Volk um seine Steuergroschen zu bringen. Und ihr Mannen geht unserem tapferen Herrn voran und durchsucht das Marktgetümmel. Ja, das tun wir lieben gern. Durchsucht damit dieser beiden Ruten schwingende Mordbube nie wieder und schon gar nicht ein drittes Mal unserem Herrn die Friedfertigkeit aus dem Leib. Wir das Schwert und schon macht er Kehr. Er wird nicht mal mehr Kehr zu wachen brauchen. Ich, helles Köpfchen, bin ihm nämlich auf seine Schliche gekommen. Mir ging ein Licht auf. Dieser Halunke verkleidet sich. Und als was gibt er sich dann aus? Als jemand ganz anderer, als er wirklich ist. Raffinier! Was? Ja, ein echter Debrecker. Und deshalb ist uns der Bursche unverdächtig, der weiterhin aussieht wie der verdächtige Gänsehirt. Habt ihr begriffen, Burschen? Was? Wer unverdächtig aussieht, ist verdächtig. Und wer verdächtig aussieht, ist unverdächtig. Jetzt begriffen! Gehorsam! Aufgesessen! Alter, dass du der Gänsejunge Matt bist. Aber ich bin doch viel zu alt für eine Gänsejunge. Raus mit der Sprache, behalte sie dem Mann nicht versteckt. Alles zu mir. Das ganze Marktvolk. Flott, flott, flott. Vortreten, alter Lotterknabe. Was wollt ihr? Reiß dem Kerl die falsche Vollbartperücke ab. Mein Vollbart ist keine Perücke. Mein Bart ist echt. Er geht nicht ab. Entweder ist der Vollbart echt, oder er ist an seinem Kinn angewachsen. Dann lass. Der da. Ich sehe was, was noch niemand sieht. Zu mir. Ich? Au! Kusch dich, aber schnupp mir ja nicht in die Pfote, du Bandit. Ja, bitte, Herr. Was steht zu Dienst? Deine Nase. Dreh mal den Fastnachtsrüssel ein bisschen. Aber Barbel, Herr Henkers Knecht. Aber die ist mir doch so gewachsen. Groß wie eine Hunkelrübe. Er ist mein Unglück, dieser Zinken. Dein Glück. Verschwinde. Du, und wenn du 10-mal auf mich herabziehst. Ich? Jawohl. Platz da, du Grünschnabel.
Nein, nein! Her mit dem Burschen! Lasst ihn mir, Herr! Lasst ihn mir doch! Er ist mein einziger Nähre! Wenn ich ihn nicht mehr habe, wovon soll ich dann leben? Lasst ihn mir, Herr! Wer die Bärenhaut verdrinkt, bevor er den Bären hat, ist selber schuld. Runter! Runter! Hoppla, aufgesessen! Das nimmt kein gutes Ende, schickt ihr Herr! Gott im Himmel! Nicht am Ring anfassen, am besten überhaupt nicht an was sonst! Krieg sofort raus, verdammter Gänsehirt, oder ich zieh dir das Fell über die Ohren! Das brennt wie das eigene! Das bloß, Narrischer, richt dich sonst noch auf! Und dann wird die Fuchs teufelswild! Los, Meister Petz, gib den anderen auch dein Sammelpfötchen! Ob es nicht besser wäre, sich etwas leiser zu amüsieren? Wenn man sie lachen hört, kann es den Kopf kosten. Erst muss man den Kopf mal haben, mein Junge. Bevor die Banditen sich einmal umgedreht haben, ist meine Schwalbe mit mir schon über 7 Grenzen hinweggeflogen. Hab ich recht? Aber ich hab den Eindruck, du müsstest eher um deinen Kopf fürchten. Ich hab viel von dir gehört. Geschwätz, man liebt es zu übertreiben. Aber stimmt es, Onkel, dass diese Schwalbe so schnell ist? Ach, wer meine Schwalbe einholt, dem schenke ich sie zum Lohn. In dem Fall könnten mir ihre Flügel Glück bringen. Wollen wir nicht ein Bündnis eingehen, Onkel? Aber herzlich gern, wenn sich aus unserem Bündnis die dritten 25 ergeben. Ergeben sich, ergeben sich. Hören Sie meinen Plan. Haben Sie zufällig einen Burschen von meiner Gestalt, dann geben wir ihn dem Meil. Nicht wahr, eine statte Meldung. Hast du den Kerl schon aufgegriffen? Dutzendweise, als ob sie ein Nest gibt. 47 haben schon auf der Prügelbank zugegeben, dass sie der Gänse Matti sind. Hör auf, das weiß ich bereits. Einer davon war der Propst aus Monosta und der Papst in Rom. Hätte mich deswegen fast exkommuniziert. Aber ich will den Richtigen haben. Her mit ihm, oder es ergeht dir wie dem letzten Hund. Gehorsam, Stamm. Zweimal musste ich schon deinetwegen ausbaden. Wenn ich nun auch noch ein drittes Mal meinen Puckel hinhalten soll, na was dann? Dann bezahlt ihre Armee dafür mit ihrem Leben. Und du gehst der Armee voran. Hast du diese Herde von lahmen Trampeltieren und blöden Hammeln zusammengetrieben? Selbst der Kaiser hat keinen besseren Tierpark. Ich meine keine bessere Leibwache. Sie haben sich alle vor ihrem Balkon gelagert. Draußen. Unser Herr soll ewig leben, er soll uns sonst Essen geben. Wie thank you.
Als Erkennungszeichen und sause ab wie ein Hexenwesen. Wie der Wind über alle sieben Berge. Und du, gib ihm kräftig mit deiner Rute, Matti. Den Weg frei für die Streitmacht des Herrn. Hey, Herr wohlgewohner Graf, Sie erkennen mich wohl nicht. Nicht, Mann. Wozu steht der Bursche da auf dem Weg rum? Ich stehe hier, um Ihnen die dritte Rate zu verpassen, Herr wohlgeborener Graf. Ich bin nämlich der, der Sie schon zweimal heimsuchte, der Gänse und Matti. Wer muss es sein, euer Wohlgeborener? Er führt die weiße Gans auf dem Weg. Nicht, Mann, ergreif ihn. Mir nach. Jetzt schneid dich an, du Gans, wir fliegen. Der ihn mir tot oder lebendig erweicht hat. Oh, echte Goldstücke? Echte Goldstücke! Echte Goldstücke! 100 echte Goldstücke! Für den Kopf dieses Schurken! 100 echte Goldstücke! 1000 Goldstücke! Goldstücke. Oh. 10.000 Stücke! 10.000 Goldstücke? Habt ihr so viel Gold? 100.000! Aber dann aufgespießt, als Schar schlägt vorwärts! Dank den Halunken! Oh. 100.000 Goldstücke! Auf, mein Pferdchen! Ich hol das Tür! Stirb voran! Tante Matti! 100.000 frische Goldstücke hat der Herr auf ihn gesetzt! Vorwärts, Männer! Hier nach! Los, hinterher! Gib Gas, mein Pferd! Weiter! Schaschlik und dann auf Holzkohlenfeuer langsam gegrillt. 5 frisch geprägte, glänzende Goldstücke, wer ihn mir bringt. Aber wozu sich so verausgaben, wo ich doch von alleine komme? Was? Du bist hier. Das ist dein Geist. Das ist Zauberei. Na
aber nein, nur eine List. Ihre Henkersknechte jagen dem Falschen nach. Das ist bloß ein tapferer Freund von mir. Was? Hinweg! Hebe dich in die Hölle, Satan! Scher dich in die Hölle, scher dich! Hilfe, Mannen! Hilfe, Knechte! Knechte! Kutscher, Kutscher! Fahr weg! Fahr weg, Kutscher! Hilfe! Streitwagen! Hilfe! Hilfe! Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! So. Ich habe dem Herrn nur das Seinige zukommen lassen. Jetzt hängt er da wie ein abgestochener Eber. Na? Gleich kommt Istvan und macht ihnen ein Kräuterbad. Hoffentlich sind sie wenigstens klug geworden. Ganz zurück, Freund. Sie hat es heil überstanden. Ich danke dir für deine Hilfe, Freund. Ach, du hast das kräftige Wort mit dem Herrn für uns alle gesprochen. Wenn wir uns nicht helfen, wer soll uns dann helfen? Und so werden wir uns immer helfen. Das mögen sich alle grausamen Herren hinter die Ohren schreiben. Thank you.